Willkommen Leute, wieder zu einem neuen Video. Und warum wieder? Denn das hier ist schon das zweite Video heute. Was da los? Ja, wir zocken heute mal wieder eine Minecraft-Map und zwar eine UHC-Parcours-Map. Ja, und was ist das Ganze? Vielleicht denkt es sich der ein oder andere Sherlock schon. Wir zocken eine Map, wo sich die Herzen nicht regenerieren. Das Prinzip kennt man ja von allen möglichen UHC-Spielmodi, die es auf den Server XY zu zocken gibt. Und das Ganze habe ich jetzt hier auch als Map-Variante gefunden. Und ich dachte mir, Alter, wie geil ist das denn? Das müssen wir mal zocken. Und dementsprechend bin ich jetzt auch am Start. Und ja, ich werde euch die Map auch in die Beschreibung packen. Der Name des Erstellers ist NinjaSquirrel97, glaube ich. Und hier auch nochmal eine kleine Erklärung, wenn man nicht weiß, was das Ganze ist, aber wir wissen ja, was das Ganze ist. Und ich würde sagen, wir lassen das Ganze einfach mal konfigurieren. Ich habe die Map hier wieder auf der Minecraft Maps Seite gefunden. Das ist eine echt geile Seite, was Adventure Maps angeht. Und so gesehen, wenn wir jetzt hier runterfliegen, dann regenerieren sich die Herzen nicht mehr bis zum Ende des Parcours. Ich kann so viel sagen, es gibt insgesamt 10 Level, also 10 verschiedene Level. Wir sind jetzt in Level 2. Und, ja, wir müssen versuchen, die 10 Level so zu schaffen, dass wir halt nicht so viel Schaden bekommen, beziehungsweise noch mit den 10 Herzen insgesamt auskommen. Wir haben jetzt schon ein Herz verloren, das ist nicht so lecker, aber egal. Und fuck, da haben wir schon 2 Herzen verloren. Das ist ja heute schon das zweite Video, also falls ihr das erste noch nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall das nochmal gerne aus. Und meine Tastatur wird heute wieder vergewaltigt, ich merke es. Und eine Sache, die ich eventuell auch nochmal ansprechen könnte in diesem Video, wäre nochmal was zum Merch. Denn viele Leute haben mich gefragt, warum die Sachen noch nicht angekommen sind. Und ich hatte es schon in einem Video angesprochen. Letzte Woche Freitag musste ich nämlich noch die ganzen Poster und sowas unterschreiben. Es sind jetzt auch, glaube ich, noch 100 Poster übrig, wenn ich mich nicht irre, und 130. Und wir verlieren hier so viele Herzen, das ist nicht normal. Diesen scheiß Jump. Alter, ich hasse diesen Jump. Es sind jetzt, glaube ich, noch 120 Poster übrig oder sowas. Also, falls ihr den Merch-Shop noch nicht ausgecheckt habt, dann könnt ihr das gerne tun. Ja, jedenfalls habe ich ja die ganzen Sachen unterschrieben, also die ganzen Poster unterschrieben, handsigniert. Also, wenn ihr jetzt noch in der nächsten Zeit was bestellen sollt, dann kommt da auch noch ein Poster dazu zu eurer Bestellung. Und die Sachen sind jetzt gestern... Alter, nein, tu mir das doch nicht an. Ich kann doch jetzt hier nicht schon direkt verkacken. Die Sachen sollten jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen ankommen. Denn die wurden gestern versendet. Normalerweise wäre das alles schneller gewesen. Also normalerweise dauert das nicht so lange. Nur weil ich halt noch die Poster abgeben musste und sowas, hat das ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Und ja, beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall schneller gehen. Also da dauert das nicht so lange. Deshalb hoffe ich, dass ihr das verstehen könnt und da nicht allzu mad zu sein. Ey, Alter, warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Da konnte ich doch nicht mal was für. Mann, Alter, ich habe noch 2 Herzen. Was soll hier... Der Rotz. Ich glaube, ich werde hier aber sowas von verkacken. Oh, scheiße. Ey, komm, bitte. Hä? Ja? Ist die Sache links oder rechts? Rechts meine Schokoladenseite, links nicht so. Ich nehme links. Oh, links hat mich nicht enttäuscht. Sehr schön. So, jetzt hier, dann hier. Oh, na! So, nach unzähligen Versuchen bin ich dann jetzt auch wieder hier angekommen und... Alter, also... Ich muss aber sagen, also, das soll jetzt nicht irgendwie falsch klingen oder sowas, aber ich muss wirklich sagen, mir gefällt das Prinzip. Es kann jetzt psycho klingen oder nicht, ich weiß es nicht, aber mir gefällt das Prinzip, dass man immer wieder neu anfangen muss. Das ist das ultimative Abfucker-Jump'n'Run, wenn man es so sehen möchte. Ja, wenn ihr auf jeden Fall mehr von solcher Maps... Alter, komm schon, ich bin jetzt wieder bei einem scheiß halben Herz. Wenn ihr jetzt mehr solcher Maps sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal den Like-Button smashen und... Nein. Es ist wirklich nicht zu fassen, dass ich hier so krass abkacke. Aber ich sag mal so, alle guten Dinge sind 3. Das ist jetzt der 3. Versuch. Ich hoffe, dass wir jetzt hier besser abschneiden. Jetzt hier vielleicht durch. Ey, kann das hier vielleicht das Comeback werden? Man weiß es nicht. Das Comeback. Und was für ein geiles Comeback haben wir denn hier. Das habe ich noch gar nicht angesprochen. Ich benutze hier übrigens nicht das Crafting... Nein! Das Paper Cutout Texture Pack. Kann ich mir wieder nur... erlauben, ein anderes Texture Pack zu verwenden. Kannst ja auch nicht nachvollziehen. Nein! Was? Als ob. Ja, ich verstehe es auch nicht, wie ich mir das erlauben kann. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum ich jetzt gerade nicht den
Slime-Block, also diesen Jump mitgenommen habe. Das hätte eigentlich... Ach komm schon, 3 Herzen, wir sind gleich wieder down. Das ist doch nicht cool. So, jetzt, komm. Alter, ich bekomme immer wieder Schaden. Das ist so ein scheiß... Das ist so ein scheiß Slime-Block, warum? Oh Mann, ey. Was ist das? Ich dachte, der ist dafür gemacht, dass man darauf bouncen kann, ey. Und nicht Schaden bekommt. So. Alter, das ist die krass, wird man denn hier verarscht auf dem... Ich meine, ich bin doch auf dem scheiß Block drauf. Es ist echt nicht zu fassen. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass ich hier so oft am Failen bin. Also zwischen diesen 2 Slime-Blöcken habe ich mir eigentlich schon fast gedacht. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Dass man... Ach komm, was ist denn das? Ich bin schon fast wieder down. Ich dachte mir auch irgendwie, muss es doch möglich sein, auf einen Slime-Block zu springen. Och man, ey komm, ich bin schon wieder bei 3 Herzen. So langsam realisiere ich, glaube ich, warum ich so lange nicht mehr Adventure Maps gezockt habe. Weil das letzte Mal, dass ich so ausgerastet bin... Ja, Mann! Ich fühle mich momentan ziemlich verarscht von der Map. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie es denn möglich sein soll, auf diese Kacklampe zu kommen. Alter, ich war da... Es ging gar nicht besser. Es ging einfach nicht besser. So, das ist dann wohl der gefühlte 10.000. Versuch. Ach, ich meine, ich meine, ja, Leute, ey, das hat ja noch gefehlt. Ich meine, wir sterben nicht nur durch Fallschaden. Man muss ja auch mal durch Lava sterben. Wir sind ja kreativ. Durch und jetzt versuchen wir nochmal... Alter, fick doch den... ich meine... Ja. Okay, Leute, Spaß beiseite, aber jetzt machen wir wirklich ernst, ne? So, jetzt hier, komm, locker, easy, jetzt rush mal durch. Vielleicht muss ich ja echt auf den Block hier drauf springen. Ja, ja! Alter! Und ich bin hier einfach 10.000 Mal gestorben. Alles klar, dabei war die Erklärung so einfach. Was ist jetzt das hier? Oh, nee, Wasser. Ich hasse Wasser. Damit man das auch vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Okay, so sollte das ganz gut sichtbar sein. Boah, hoffentlich schwimme ich überhaupt richtig. Man, oh nein. Okay, hier ist so eine Safe-Station, sag ich mal. So, hier komme ich nicht weiter. Gehe ich mal links. Alter, komm, zieh durch, Junge. Sehr schön. Und weiter geht's. Links vielleicht, links. Ist das richtig? Ich brauche wieder so ein Safe. Leute. Ah, okay, hier. Sehr schön. Zack. Und jetzt wieder rechts. Und da haben wir wieder so ein Safe. Und was? Wir sind... Als ob wir jetzt durch sind. Hier haben wir sogar nochmal so ein Safe. So, okay. Nächstes Jump'n'Run. Flower Power. Boah, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet bei den vielen Blumen. Der Name ist jetzt auf jeden Fall sehr komisch. Der wundert mich doch ein bisschen. Nein! Oh, zum Glück keinen Fallschaden bekommen. Ich will jetzt bei diesem Run noch zumindest einmal das Jump'n'Run schaffen. Es wäre jetzt einfach perfekt, wenn wir das... bis zum Ende schaffen würden. Ich schaffe es aber nicht mal auf den ersten Zaun drauf. Natürlich komplett das Gegenteil. Okay, so sieht es doch schon mal besser aus. Eisengitter. Und dann können wir einen überspringen. Da drauf. Nochmal hier drauf. Da. Was steht da? Ne, den brauchen wir nicht, den Block, oder? So. Ne, kriegen wir so hin. Zack, zack. Warten. Und jetzt bam, da drauf. The Endstone. Okay, sehr schön. Ich hoffe, dass wir jetzt aber auch das Ende hier hinbekommen und nicht nur das Ende von uns sein wird. Solarotz, ja, perfekt. Glasscheiben, unsere Spezialität. Ja, komm. Nein! Damn, Alter, was soll der Scheiß? Ich habe gehofft, dass wir das jetzt echt hinbekommen. So, normal, zack. Nein! Ey, Leute, es wird wieder knapp. Ich will jetzt die scheiß Map schaffen. Noch 3 Herzen, nein. Komm, jetzt mach kein Miesen, hallo. Digga. Ah, fuck. So, jetzt noch einmal. Ich spring einfach durch. Zack, okay, sehr schön. Da bekommt auch keinen Fallschaden. Jetzt nochmal das gleiche, Doppeljump, sehr schön. Doppel. Ja. Ja. Ey, komm. Ja. Bam, Alter, sehr schön. Ja, okay, im Ganzen kann ich sagen, es war mal wieder so eine sehr einfache Map. Also, dass ich da gestorben bin, das hat sowieso keiner gesehen und das war natürlich auch extra, ne? Spaß, Brudis. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's dann jetzt schon mit der Map. Hat mega viel Bock gemacht. Also, falls euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst auch gerne mal ein Like da. Dann kommen auf jeden Fall wieder mehr solcher Maps. Und
Ja, ansonsten würde ich sagen, falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, checkt das aus oder halt nochmal den Merch-Shop. Wie gesagt, 100 Poster sind noch übrig und dann würde ich sagen, bis morgen, Leute. Um 6 bin ich back. Ciao!